Alle Neuigkeiten und Spoiler rund um GZSZ im aktuellen Ticker von ogmak.de. Zerbricht die Ehe von Yvonne und Gerner jetzt etwa? Plus Achtung, Spoiler plus droht bei Yvonne und Gerner die Trennung? 8. März bahnt sich bei GZSZ ein neues Beziehungsdrama an? Lukas, Olivers Zirkus, hat Berlin mit seiner Mama verlassen, und damit auch seine Pflegeeltern Gerner, Wolfgang Barrow, und Yvonne, Gisa Zach. Beiden fiel der Abschied extrem schwer. Doch der Anwalt tut sich um einiges schwerer damit, seinen Pflegesohn gehen zu lassen. Für ihn war Lukas nach Dominiks, Raul Richter, tot wie ein Ersatzsohn und allem Anschein nach projiziert er seine ganze Enttäuschung nun auf seine Frau Yvonne. Umso gelegener kommt für Gerner ein Angebot, für 8 Wochen in die USA zu gehen, um in Harvard zu unterrichten. Ein Schock für Yvonne, die ihren Mann sofort damit konfrontiert, dass sie das Gefühl hat. Er würde ihr die Schuld dafür geben, dass Lukas weg ist. Besprichst du jetzt gar nichts mehr mit mir? Ich dachte, das hätten wir hinter uns, dass du alles mit dir alleine ausmachst und mich ausschließest. Es geht gar nicht um Harvard, sondern um Lukas, und du gibst mir das Gefühl, ich wäre schuld daran, dass er nicht mehr da ist, das werfe ich dir nicht vor, entgegnet Gerner. Was ist denn dann los? Schreit Yvonne ihn an. Vielleicht muss ich hier einfach mal raus. Ich brauche Abstand, platzt es aus ihm heraus. Und das heißt auch Abstand von mir? Zeigt sich Yvonne geschockt. Michi erfährt, dass Lilly schwanger ist. 7. März Lilly, Iris Mareike stehen, und Nihat, Timur Özcher, erwarten ein Baby. Die Freude ist bei den beiden riesig, dennoch wollen sie ihr Babygeheimnis noch für sich behalten, eigentlich zumindest. Denn kurz nachdem sich die schwangere Ärztin für einen OP-Workshop nach London verabschiedet hat, entdeckt Nihat auf der Straße einen Kinderstuhl, der zu verschenken ist. Glücklich will er das Möbelstück mitnehmen, und wird dabei ausgerechnet von Stiefschwiegervater Michi, Lars Pape, entdeckt, der ihn verwirrt fragt, was er mit dem Kinderstuhl vorhat. Nihat redet sich raus. Doch als das Thema im Vereinsheim erneut auf den Tisch kommt, zählt Michi 1 und 1 zusammen und konfrontiert Nihat direkt mit seinem Verdacht: Ich weiß nicht, was du meinst. Redet sich der Vereinsheimbesitzer raus. Doch keine Chance, entschuldige bitte, aber so gut gelaunt, wie ihr beide seit Tagen rumrennt. Mann, Glückwunsch, freut sich Michi. Du darfst es keinem erzählen, vor allem nicht Maren, entgegnet Nihat. Ob das klappt und Michi das Babygeheimnis wirklich für sich behalten wird?